4er. Das sind ja so die Autos und die Fahrzeuge, mit denen man dann auch wirklich überall hinkommt. Aber auch wieder über 3,5 Tonnen, wie ihr seht. 7 Meter Länge, 2,22 breit, ja, und 2,90 Meter Höhe. 2 bis 3 Schlafplätze. Die Reifen, guck mal, die sind richtig schön hochgebockt. Also da kannst du schon tatsächlich an den Strand überall hin, wo du willst. Ja, gehen wir auch hier mal rein. Ja. Wieder eine helle Ausstattung. Genau. Auf dunklen Hintergrund, ist auch mal anders. Ja, auch schön. Ich fand das ja früher immer so ein bisschen. Ich möchte es nicht beschreiben, was ich dazu sagen will, aber ich fand das Geschmäcker so sind bisschen, verschieden. Geschmäcker sind verschieden. Genau. Andere würde helle. Genau, mittlerweile gefällt mir das sehr gut, das helle, weil genau. Das natürlich auch den Raum nochmal optisch vergrößert. Ne? Hier haben wir den Fernseher hier, das ist über uns, ein Knaus. Ja. Wahrscheinlich kann man den dann auch drehen, wenn man vom Bett aus gucken möchte. Ja. So, die Küche, schauen wir mal, auch ein Dreiflammer. Ja, richtig. Das ist auch, also ja, eine schöne Armatur. Ja, die Armaturen, das ist so wichtig, dass es einfach eine gescheite Größe hat und ein tiefes Waschbecken. Ja. Hier sowas finde ich auch sehr, sehr zielführend. So kleine Haken mit einer Leiste, die man verschieben kann. Hier auch wieder ohne Außengriffe. Sehr viel Platz. Ja, viel Platz. Ja, auch ja, sehr schön Platz. Gelöst, dass es unten schmaler ist und oben breiter wird. Genau. Ja, den Kühlschrank kennen wir wieder. Ja, der normale Ted Ford. Den Markhümer. Die mögen alle, der scheint gut zu sein. Ja, ja. Da haben wir was Gutes gekauft. Oder günstig eingekauft für die Masse. Keine Ahnung. Also hier nochmal die Schubladen, die zeigen wir jetzt auch nochmal. Ja, oh, auch wieder sehr, sehr schick. Ja, schön. Und sehr tief auch, schön zu benutzen. Auch ja. Natürlich wieder mit Soft Close. Ja. Ja, ja, richtig schön. Ideal. Ja. Ja, das passt. Auch hier, dass das so ein bisschen abgeschrägt ist. Ne? Mhm. Es gibt einfach hier nochmal mehr Platz. Das sind so Kleinigkeiten. Klimaanlage hat er auch. Das Bad, ich habe gerade schon mal reingeguckt, das finde ich echt super. Das ist richtig groß. Schau da mal rein. Ja, hier hast du mal die Banktoilette, Spiegel, hier ein riesengroßer Spiegel. Ja, und eine extra und noch Dusche. Eine ohne extra Dusche hier. Schau mal, hier wird es zugemacht. Ne? Da ist ja. Die Schiene. Ja. Und da auch schön nochmal zum Ablegen von Dingen, alles fertig. Ja, Duschgel, Shampoo. Sehr schön sauber zu halten auch. Ja, ja, sehr, sehr gut. Gefällt uns sehr, sehr gut. Mit Tür, Fenster natürlich auch. Ich gehe mal hier hoch, weil das hier ist kein Schrank. Nein, weil da ist ja der Raum benutzt. Das ist die Tür. Machen wir mal die Tür mal zu. Genau. Genau, Tür geht zu. Hier haben wir dann noch einen schmalen Schrank. Genau, hier kann man seine Mäntel aufhängen. Oder Schuhe. Sonst lange Sachen, ja. Meine Kleidchen zum Beispiel. Ne? Ja. So, die Betten auch wieder, Längsbetten, eine schöne Länge. Auch mal ganz nett gelöst mit so einem Zwischending hier. Das sieht einfach noch mal ein bisschen wohnlicher aus. Ja. Ne? Also die machen wirklich auch viel, dass man sich wohl fühlt mittlerweile in diesen Fahrzeugen. Also richtig toll. Also wir sind von Himmel sehr, also positiv, Vorsicht, überrascht. Das geht hier mit Schnackes runter. Und ja, hier nochmal ein richtig großes Dachfenster. Ja, hinten nochmal, da kommen wir jetzt aber nicht dran. Doch, ich komme da Nein. dran. Kommst du? Ja. Okay, also, oh, das ist aber nochmal tief. Und das nochmal komplett über aus, die komplett ganze Seite gezogen. Über die ganze Seite, ja. Also richtig schön. Ja, und die Betten, kennt man ja, Längsbetten. Ja, hier nochmal ein Ablagefläche. USB finde ich auch nochmal gut, da vorne seht ihr ja. Ja. Ablageflächen da oben nochmal genau. Ja, schön. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Und hier könnte man aber, hier auch nochmal, hier könnte man vielleicht noch einen Fernseher, wer es braucht, einbauen. Ja, schön. Vorne Standard Mercedes, die sitzen hier auch schön, schön groß. Und hier wieder die Ablagefläche, wie gesagt, die Kante hier, die muss einfach ein paar Zentimeter Höhe, so dass alles nicht runterfliegt, weil sonst macht das hier nicht viel Sinn. Ja, großes vorderes Dachfenster, hier auch nochmal vorne, hier auch nochmal ein großes langgezogenes Dachfenster. Spiegel. Auch nochmal hier Spiegel, wieder Haken, wieder Kleiderhaken, ganz viele. Ja, hinter dir auch. Spiegel auch, genau, richtig. Hier nochmal die Haken und nochmal hier die Technik. Hier nochmal, ja, kennt man. So, dann gehen wir uns jetzt mal die Garage angucken. Vorne mal die Tür, die habe ich vorhin nicht gezeigt, die ist mit Fenster. Die ist auch ganz schön. Mülleimer, klassisch, Mülleimer, auch hier ja, wieder in der. Schon, genau. So. Ja, die Garage sieht man schon von hier, ne? Das also, ist das schon. An der Tür, die ist riesig. Wow. Auch mit Außendusche, wieder Regalsystem. Und dann nochmal das Fenster noch von außen. Hier Außendusche, genau.
Und ja, da passe ich locker rein, da passen locker auch drei Super Safety, drei Fahrräder passen da rein, egal. Hier wird sogar ein Roller reinpassen. Ist auch, hat auch eine anständige Höhe. Ne? Genau, und hier nochmal Ablageflächen, finde ich richtig toll. Dass ihr da mitgedacht habt, was du vorhin gesagt hast, auch nochmal. Erstens mit Filz ausgestellt und dann hier das nochmal. 450 Kilo Kilogramm maximal, genau. Kann man hier reinballern. Ja, ist cool. Leider kann ich euch den Poppes nicht so gut zeigen, weil er hier zu nah an dem anderen ist. Aber ich versuche es zumindest so gut wie möglich einzufangen. Hinten hat er nochmal ein Ersatzrad. Der sieht nochmals sehr, sehr schön aus. Oben auch noch wieder eine Thune-Markise in Silber gehalten diesmal. Und ja, schönes, schöne große Garage. Upballer. Genau, und da ist Steckdosenleiste. 4x4 ist klar, BF Goodrich, Standard. Ja, ein richtig schönes Gefährt. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und der Innenausbau finden wir auch klasse.